Sie ist klein, zierlich und blond. Die aus Triest stammende Italienerin Gabriella Carli lebt seit 4 Jahren regelmäßig während der Konzertsaison in Berlin. Die Philharmonie ist für sie der wichtigste Platz in Berlin geworden. Gabriella Carli gehört zu den wenigen Frauen, die als Dirigentin ausgebildet wurden. In Italien hat sie bei so bedeutenden Künstlern wie Franco Ferrara und Sergio Celibidache das Dirigieren gelernt. Ja. Auf dem Dirigentenpult erlebt man höchst selten eine Frau. Dies liegt zum Teil am Mangel an qualifizierten Dirigentinnen, aber auch an den Hochschulen gibt es kaum weiblichen Dirigiernachwuchs. Doch dies allein sind nicht die Gründe. Es gibt solche Gründe von Protektionen und Politik und Geld oder weiß ich nicht was. Und wenn man Frau ist, noch schwieriger. Ja, ja, es gibt auch diese Gruppe, wir sind 20 in der Welt ungefähr. Aber es gibt einige, so wie die Sarah Colwell in Boston oder Eve Queller in New York, also die es gut haben. Also die haben ein eigenes Orchester und machen Schallplatten. Ich meine, die sind weitergegangen, sind auch ein bisschen so schon älter. Und ich meine, die machen aber genauso wie ein Mann. Das ist wie ein Domäne von Macht gesehen. No? Man sieht nicht die Sache musikalisch, sondern auf der Seite von Macht, und ich finde auch nicht so ganz richtig. Es ist auch nicht so. Lopez Cobos sieht das Problem eher als Zeitfrage. Also für mich ist eine Frage der Zeit nur. Und es gibt Länder, wo gerade wo in Orchester viel mehr Frauen sitzen, zum Beispiel in Amerika, wo mehr und mehr Dirigentinnen, also Frauen auch zu dem Beruf, kommen und mit Erfolg das machen. Die Berliner Philharmoniker nehmen mittlerweile zwar auch Frauen in ihre Reihen auf, doch es scheint so, als sei das Dirigentenpult in Berlin noch fest in Männerhand. Wenn man jetzt Berlin nochmal nimmt, lassen Sie uns an die großen Orchester denken, also von den Philharmonikern über das Radiosymphonieorchester, Opernorchester bis zum Symphonischen Orchester, ich meine jetzt West-Berlin, dann kann ich eben nur sagen, wir hatten einmal hier bei den Philharmonikern zu Gast Frau Kartuff und das war es zunächst. Egal ob Mann oder Frau, Qualität setzt sich durch, meint Wladimir Askenasi. Ich denke, Frauen sollten dieselben sozialen Chancen haben wie Männer. Ich arbeitete mit vielen Frauen und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sie verstehen ihr Handwerk genauso gut wie Männer, oft sogar besser. Ich denke, dass das Geschlecht kein Kriterium ist, sondern dass es auf die mentalen Fähigkeiten ankommt. Wie siehst du die Situation? Sind andere Dirigenten auch so fortschrittlich oder gibt es da auch noch Dirigenten, die tatsächlich etwas auch gegen Frauen im Orchester haben? Wie siehst du die Situation? Ja, ich sehe, wie es ist. Also das heißt, leider gibt es auch Kollegen, die gegen Frauen sind. Also so, sogar im Orchester, nicht nur auf dem Podium. Neben ihren musikalischen Studien in der Philharmonie musste Gabriella Carli sich täglich auch um so Profanes wie den Berliner Wohnungsmarkt kümmern. Noch nie war es für die junge Künstlerin so schwierig, eine passende Unterkunft zu finden wie in diesem Halbjahr. Trotz mancher Schwierigkeiten, die die junge Dirigentin hier in Berlin erlebt hat, plant sie zur nächsten Konzertsaison wiederzukommen. Denn hier hat sie, wie sie sagt, 2 Tempel, die Philharmonie und den Tempel der Buddhisten in Frohnau. Dabei ist der Buddhismus für die praktizierende Katholikin aufgrund seiner Meditationsmöglichkeiten interessant. Meditation bedeutet für Gabriella Carli die absolute Konzentration, eine Voraussetzung für ihre Studien in der Philharmonie.